Tomato Leaks. Oh, da ist er nicht nüchtern, das sehe ich sofort. Alle einsteigen bitte. Guten Tag, einmal die Fahrkarten bitte. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Top. Knapp 5,4 Millionen Menschen reisen täglich mit der Deutschen Bahn. Für viele eine klimafreundliche Möglichkeit zu reisen. Ganz ehrlich, ich selbst fahre auch gerne mit der Bahn. Ich finde es oft entspannter als Autofahren und man kann währenddessen arbeiten, schlafen oder kiffen oder einfach aus dem Fenster schauen. Aber ich bin natürlich auch gereizt, wenn meine Bahn Verspätung hat oder ein Zug zu voll ist. Doch wie geht eigentlich das Personal an Bord mit solchen Herausforderungen um? Wie halten sie den Betrieb am Laufen und die Gäste bei Laune? Um das herauszufinden, werde ich heute einen Tag lang einen Zug... Endlich macht Tomatolix mal was Normales. Ja, warten wir ab. ...Chef bei seiner Arbeit im ICE begleiten und darf natürlich selbst mit anpacken. Hallo, guten Morgen. Meint ihr, bei Zugchef hat er gedacht, dass es um Nase ziehen geht? Morgen. Ich bin Felix. Shady, hi. Hi, freut mich. Von mir ebenso. Du bist Zugchef, richtig? Richtig. Was macht der Zugchef genau? Der Zugchef ist in erster Linie Gastgeber an Bord, koordiniert das Team, ist auch das Sprachrohr nach außen zur Verkehrsleitung bei Unregelmäßigkeiten und sorgt für Sicherheit an Bord, Sicherheit, dass eine Zugfahrt komplett ohne Probleme abläuft. Jetzt ist es ja gerade noch relativ früh. Ja. Wie sind so die typischen Arbeitszeiten bei dir? Wir dürfen uns tatsächlich so ein bisschen aussuchen, wie wir arbeiten. Wir können spät arbeiten, früh arbeiten. Und ich bin eher so ein Frühmensch, also ich fange in der Regel zwischen 4 und 5 Uhr an. Das ist meine Lebenszeit tatsächlich. Da wacht die Welt noch auf, ist alles ein bisschen ruhiger. Und was steht heute jetzt konkret an? Wir werden nach Berlin fahren und dafür werde ich erstmal gleich einkleiden, dass du genauso ausschaust. Okay, und sehr gut. Gehen wir gleich ich glaube, dieser Job von diesen Bahnleuten, die so Bahnsicherheit machen, das ist crazy. Mal rüber. Lass uns das machen. Alles klar, perfekt. Wir sind jetzt in unserer Kleidergalerie. Ich glaube, ich sehe aus wie ein Bahnmitarbeiter, oder? Absolut, ja. Ich bin fertig eingekleidet, das heißt, es kann losgehen. Das hier ist meine silberne Krawatte, die zeigt, dass ich heute Zug schaffe. Wie geht's? Der Zug ist gerade angekommen, das heißt... Wir gehen jetzt zum Dienstabteil, werden den Zug einmal taufen. Du siehst ja hier, die Displays sind alle blanko, da stehen nur die Ordnungsnummern dran. Einmal den Zug taufen, die Reservierung aufspielen, allgemeine Sachen taufen. Das ist unser Zugschiffabteil. Einmal die Spitze bitte. Ich werde einmal gleich MIP auslegen, dass du Bescheid. Die haben so einen eigenen Raum, wie chillig. Ich weiß, ne? Und in der Hoffnung, dass das hier gleich wieder funktioniert. Hey, wie geil. Weil irgendwie ist er hier bei 2007 hängen geblieben. Datum ist auf 2007 eingestellt. Okay, super, danke. Ciao, ciao. Wir müssen jetzt quasi einmal die Verbindung zum Server kappen, das System einmal runterfahren und dann fahren wir das System wieder hoch und dann ist es zu 99% der Fälle behoben. Wie häufig passiert dir das, dass da irgendwie was technische... Es kommt auf jeden Fall vor. Also in der Regel, wenn man weiß, wie man wo was anfassen muss, dann kriegt man das wieder gelöst. Manchmal ist es einfach so eine technische Störung mit dem Server oder mit sonst was, dass wir dann auch einfach machtlos sind und da muss der Zug dafür wirklich ins Werk und dementsprechend müssen die sich halt dort anschauen, bevor, weil dann sind wir einfach uns in die Hände gebunden letztendlich. Okay. Wie viele Minuten haben wir noch? Wir gehen jetzt einmal raus direkt, weil da müssen wir schon in 2,5 Minuten unser Abfertigungsprozess. Ja, wir wollen nicht schon mit Verspätung starten. Nein, auf gar keinen Fall. Guck mal, wir haben schon eine Ausfahrt. Über der Anzeige siehst du diese drei kleinen Punkte. Ja. Na, das ist unser Fahrtanzeiger. Und wenn der dann leuchtet, dann weißt du auch, okay, die Ausfahrt steht, weil ist so jetzt ein Zug noch ein jetzt, sehr, sehr der hat normales Tomatolix-Video, ne? Manche Bahnhöfe kann ich den nicht alleine einsehen und dann brauche ich dementsprechend zusätzliches Personal. Und dann melden wir dann gleich fertig, wenn alle Türen geschlossen sind. Okay. Das läuft alles sehr digital tatsächlich, das ist mein Diensthandy und dann haben wir hier die ganzen Halte und die Bandansage, die immer... Digga, wieso ist die Bahn so geil digitalisiert und kommt trotzdem manchmal zu spät? Kommt, Achtung, der Zug fährt gleich ab oder bitte zurückbleiben, der Zug fährt demnächst ab. Das löse ich von hier aus. Verrückt. Genau. Das heißt, wenn du jetzt gleich da drauf drückst? Genau, so. Joke, hier gehe ich irgendwann mal, erkläre ich gleich mal bei Minecraft. Und dann schließen wir mal die Türen. Und vorne melden sie uns den Zug fertig. Und dann steigen wir einmal ein. Und dann gebe ich einmal den Abfahrauftrag zum Lokführer vorne. Der Zug wird dann ab. Dann packe ich mein Handy ein. Und dann schaue ich mal aus dem Fenster, weil wir müssen einmal die Bahnsteige beobachten. Aha, guck mal, jetzt können wir... Stell dir vor, du hast das Pech, fährst einen Tag lang schwarz und Tomatolix nimmt dich fest, wie geil. Wie die Zugtaufe machen, das sieht schon mal gut aus. Dann gebe ich hier die Zugnummer ein, 705. So, das hat schon mal ganz gut geklappt. Wir sind jetzt im Jahr 2023 angekommen. Das ist jetzt unser Behindertenwechsel. Warte mal. Wir sehen, leuchtet der Taster gar nicht grün. Also ist hier irgendwas verstopft oder irgendwas gestört? Irgendwas mit dem Ventil stört ihn da gerade tatsächlich. Das heißt, Toilette scheint jetzt kaputt zu sein. Jemand hat die verstopft. Ja, gut, genau, weil tatsächlich hat er schon das gesehen. Dann wird halt nicht gekackt. Eben ganz viele schmeißen mal das Handtuchpapier da rein und dann verstopfen die. Die sind super empfindlich dann, was es angeht und dann blockieren die. Aber wir melden das einmal vor. Ja. Die haben auch, die Toiletten haben so eine Selbstwartung. Ich weiß es einfach mal. Das sind 20, 30 Minuten. Einige Störungen selber beheben können, aber so ein Fehler jetzt, das sieht hoffnungslos erstmal aus. Da wird daneben gekackt.
Aber jetzt sind wir schon in Dammtoilette, gehen wir wieder raus. Du nimmst mal Vierkant. Ja, immer ins Waschbecken scheißen. Ja. Ich werde dementsprechend dann gleich pfeifen. Und wenn ich pfeife und ihr sagt, jetzt kannst du, dann schließt du einmal die Türen. Aber ich zeig dir gleich wo. Wir gehen ein Stückchen, okay. Wir gehen mal ein Stückchen raus und gucken, wo wir stehen. Sieht das gut aus? Können wir schon los? Oder nee, steigen zu viele ein? Haben wir noch Fahrräder? Ja, vorne steigen noch einige Leute ein. Ja. Egal, jetzt die Tür zu machen, losfahren. Selber schuld. Ja, komm, wir gehen mal ein Stückchen weiter. Haben wir unsere Ankunftszeiten, Abfahrtszeiten. Ja. Ne? Und hier hast du noch so ein Rollschuh-Symbol. Und dann können wir drauf gehen und dann kannst du dementsprechend sehen, was haben wir denn für eine Einschränkung und von wo bis wo fährt er mit. So, jetzt haben wir unser Abfertigungsprogramm. So, Bandansage kommt. Die Fertigmeldung, die haben wir. Super. Und dann können wir wieder einsteigen und dann direkt abfahren. Einen schönen guten Morgen, sehr geehrte Fahrgäste. Wir begrüßen auch hier alle neu zugestiegenen im ICE der Deutschen Bahn zur Fahrt nach München. Bei Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Wir wünschen nun erstmal eine angenehme Reise. Good morning, ladies and gentlemen. I'd like to welcome all the passengers on board this ICE service to Munich, via Berlin, Bitterfeld, Halle, Erfurt, Bamberg and Nürnberg. We wish you a pleasant journey. Wenn ich da sitzen würde, würde ich die ganze Zeit mein Instagram pluggen. Kannst du das auswendig? Ja, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre, deswegen. So, wir gehen jetzt einmal in den Speisewagen, machen einmal das Teambriefing und teilen erstmal alles ein. Und dann ich werde immer explizit die Lautsprecheranlage beleidigt. Dann ist unser Restaurantleiter. Und wie ist die Küche? Also, soweit ist alles in Ordnung. TK haben wir auch funktioniert. Kühlung ist auch in Ordnung. Kaffeemaschinen sind auch alle bei dir in Ordnung. Okay, sehr gut. Jetzt zahlen wir dann unsere zwei Zugbegleiter ein. Wir haben einmal die B2. Das ist quasi die rechte Hand von mir. Ihr Hauptaufgabenbereich ist dann die erste Klasse. So, also ich fange meine Kontrolle hinten an und dann arbeite ich auf sie zu. Und wenn sie dann ihre Platzservice-Geschichte fertig hat, dann. Auf Deutsch immer normale Geschwindigkeit, in Englisch Eminem. Ich schwöre, for real, wirklich. Steigst du auch mit der Fahrkarte? Thank you. Unsere Azubine heute, die uns auch begleiten darf. Und dann fangen wir hier im Wagen 10 auch die Fahrscheinprüfung an. Dann könnt ihr schon mal hier im Wagen 9 anfangen, da runter mit der Kontrolle. Okay? Das wäre das Briefing. Ich bin Daniela. Ich mache eine Ausbildung zur Zugbegleiterin. Der korrekte Begriff ist Kauffrau für Verkehrsservice. Und du bist jetzt im wievielten Ausbildungsjahr? Im zweiten Ausbildungsjahr. Und wieso hast du dich für eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn entschieden? Geld. Ich persönlich brauche Bewegung und ich brauche auch irgendwie Menschen um mich herum. Und ich mag es auch, mich um Menschen zu kümmern. Deshalb, wenn die Fahrgäste hier... Scheiße, Leute, ich muss schnell aufs Klo. Ich habe kein Ticket. Hose machen, Kev. Wenn ein Problem ankommt, bin ich auch gerne bereit dafür zu sagen, ja, erzähl mir mehr, sag mir, wie kann ich dir helfen. Ich mag Gastgeber zu sein, ich mag es rumzukommen. Und man kann sich entweder entscheiden für mehr Geld oder für mehr Urlaub. Das hast du, glaube ich, in anderen Berufen nicht. Oh, das ist for real cool. Was ich auch sehr interessant finde. Das ist cool, das ist cool. Man hat, wenn man bei der Bahn arbeitet. Wir müssen einmal unseren Kontrollgang machen im Zug. Schon ganz schön lang so ein Zug auf jeden Fall. Ich glaube, das ist for real ein geiler Beruf. Also, wir hören jetzt einmal die Fahrkarten. Ich glaube, das ist Werbung für die Deutsche Bahn, ja. Aber kontrollieren? Guten Tag, einmal die Fahrkarten bitte. Dankeschön. Muss man da noch irgendwas beachten? Genau, Bahnkarte hier ist einmal so? BC50, das ist die Bahncard. Okay. Das ist sie schon sogar. Dann perfekt. Digga, ich habe manchmal meine Bahncard gar nicht dabei und dann muss ich dir mal so nachreichen und das ist voll nervig. Wunderbar. Und dann kannst du auch einfach. Dann kannst du auch ohne Check-in machen, das ist kein Problem. Genau. Alles klar. So, guten Tag. Einmal die Fahrkarten bitte. Ja, danke schön. Die jetzt auch stempeln? Genau, ich würde einfach den Stempel mal kurz übernehmen. Ja. So. Dankeschön. Ich habe keine Karte. Oh oh. Sie haben keine Karte? Er hat die Karte. Ah, okay. Ach, Digga, Mann, ich dachte jetzt, Tomatolix darf sie tasern oder so. Darf ich dann eigentlich auch ein Auge zudrücken, wenn ich jetzt sage, ach, die Leute sind doch sympathisch? Und ja, kann er das machen? Für einen Kaffee vielleicht? Perfekt. Jetzt hatten ja zum Glück alle Leute ein Ticket. Wie gehst du mit Leuten um, die kein gültiges Fahrticket haben? Kommst du manchmal zu Problemen? Stress, Diskussion oder sowas? Ja, so im Regelfall ziehe ich meine Dienstwaffe und schieße dreimal in den Torso. Das ist hier das normale Prozedere. Und wenn dann keine Reaktion erfolgt, dann schieße ich noch viermal in den Kopf. Jein, mal mehr, mal weniger. In der Regel ist es wirklich sehr... Okay, weil wir finden immer schon irgendwie eine Lösung mit der Fahrkarte. Man möchte ja, dass der Fahrgast sich wohlfühlt letztendlich und auch wiederkommt. Aber wie gehst du mit so richtig aggressiven Fahrgästen um? Wenn es gar nicht mehr geht tatsächlich und der Fahrgast sich nicht beruhigt und doch lauter wird, die Sicherheit an Bord ist bei mir an erster Stelle, dann muss er von der Bundespolizei dementsprechend begleitet werden. Was für Ausreden hörst du am häufigsten, dass jemand vielleicht kein Ticket hat? Vergessen. Wusste ich nicht. Tatsächlich sehr häufig. Ach, das ist, man muss ein Ticket haben, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das mit dem 49-Euro Deutschland-Ticket, das hast du dann häufiger, dass Fahrgäste hier sind und dann, ja, wusste ich nicht. Meine App hat mir das so gezeigt und dann versuchen wir auch
Kunden zu sein. Kommt natürlich darauf an, auf die Relation und wo wir uns gerade bewegen und wie die Person ist. Es macht ja das Gesamtpaket, macht das ja natürlich auch aus. Ne? Jetzt ist das ja so, dass viele Fahrgäste die Ticketpreise der Deutschen Bahn so ein bisschen für zu hoch empfinden. Oft wird das ja auch mit Inlandsflügen verglichen, die teilweise günstiger sind. Was sagst du dazu? Ich sag mal so, wenn du jetzt nicht gestern, Tag davor zum Beispiel, bucht die Reise, etwas rechtzeitig bucht, dann kommt man auf jeden Fall sehr gut weg. Also umso früher ist eigentlich umso besser. Ja, aber das ist das Ding. Manchmal muss man ja am nächsten Tag fahren. Dann ist die Möglichkeit, am nächsten Tag zu fliegen, immer noch günstiger, als am nächsten Tag Bahn zu fahren. Also weiß ich jetzt nicht. So, was passiert als nächstes? Wir machen jetzt die Ansage. Wir sind gleich in Berlin-Spandau. Mhm. Also du darfst die Ansage machen. Oh yeah. Dafür gehen wir jetzt einmal wieder ins Dienstabteil. Jetzt habe ich immer den Eindruck, dass es schon so einen gewissen Bahnsprech auch gibt. Also dass es schon so auf eine gewisse Art und Weise gesprochen wird. Hast du da irgendwelche Tipps für mich? Ich versuche das alles. Möglichst nasal, möglichst undeutlich und im besten Falle so ein kleines bisschen hastig. So in eine Linie quasi. Ne? Fließend irgendwie. Ja, so fließend, aber auch nicht zu schnell, nicht zu langsam, damit jeder dich auch versteht letztendlich. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich meine, das hören jetzt schon ein paar hundert Leute. Also es, bei so YouTube-Videos ist das kein Problem, wenn das irgendwie ein paar tausend Leute schauen, aber so eine Ansage machen ist dann doch, fühlt sich anders an. Live. Das ist jetzt live. Hier 450 Leute ungefähr, die dir gleich zuhören werden. Du kannst gerne zum Hörer schon mal greifen. Okay. Und dann drückst du oben den ersten Knopf, bitte. Dann warte so kurz einen Moment, bis auf der Seite steht, Durchsage steht, hältst du den Knopf gedrückt und dann sagst du das einmal durch. Okay. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Berlin-Spandau. Es werden dort alle vorgesehenen Anzüge erreicht. Wir bedanken uns sehr. Oh nein, Lil Bro choked. Für die Reise mit der Deutschen Bahn wünschen noch einen schönen Tag und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Oh nein. Beim ersten Mal und direkt verkackt. Scheiße, Alter, Digga. Das wird auf jeden Fall Konsequenzen nach sich ziehen. Weißt du, wie oft ich was falsch durchgesagt habe? Ja, vielleicht. Herzlich willkommen in Ihrem Schaufelraddampfer nach Sumatra. Ach nee. Krieg ich ja gleich nochmal eine Chance. Ja, du darfst du gleich nochmal hier einen Ausstieg ansagen. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt Berlin-Spandau. Der Ausstieg ist hier in Fahrtrichtung rechts. Okay. Raus! Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Berlin-Spandau. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Lil Bro hat keinen Bock, das Ganze noch auf Englisch zu sagen. Top. Okay, weiter geht's. Siehst du da hier oben, ne? Das grüne Signal. Das heißt, wir dürfen, oder? Wir dürfen fahren, genau. Es ist quasi wie im Ampelverkehr ganz normal auf der Straße. Siehst du da vorne, da kommt noch einer aufs Gleis gelaufen, der hat sehr eilig. Jetzt ist es wichtig, dass wir schnell die Tür zumachen, damit er seinen Zug verpasst. Und dann und erst wenn die Tür zu ist, dann kannst du gerne einmal wischen. Genau, jetzt darfst du. Das läuft alles ab. 400 Milligramm Edible-Durster gemacht, Bruder. Schon verrückt. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt, den Berliner Hauptbahnhof. Jetzt werden wir auch selber den Zug wechseln. Das heißt, genau, wir sind jetzt hier bei dem Zug fertig. Papa Platte hätte nur einen Satz Englisch und Deutsch zusammen. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter in den nächsten Zug. Richtig? Jetzt gehen wir dann hoch in unsere Dienststelle hier in Berlin. Jetzt bist du ja Zugchef. Wie wird man eigentlich Zugchef? Du brauchst eine Berufsausbildung prinzipiell, aber mittlerweile kannst du das auch über einen Quereinstieg, das geht dann 12 Monate. Dann kriegst du eine ganz normale Zugbegleiterausbildung, die geht so 2 Monate. Dann fährst du, bist du auf dem Zug aktiv, dann Berufserfahrung ein bisschen sammeln und im Anschluss kriegst du dann die Zugchef-Ausbildung. Das ist alles in 12 Monaten. Ne? Was verdient man als Zugchef? Bei uns kannst du aufgrund des Tarifvertrages kannst du auswählen, möchte ich lieber in der Woche weniger arbeiten, möchte ich lieber mehr Urlaub haben, möchte ich lieber weniger Urlaub, dafür mehr Geld. Also das ist wirklich, das variiert. Also es verdient irgendwie keiner gleich, auch wenn die beide den Job machen. Das hängt immer davon ab, was du wählst. Aber ich kann so pauschal sagen, du bist irgendwo bei 3,2, 3,3 brutto. Und dazu kommt noch immer das ganze Nebengeld von den Schichten, wenn du unterwegs bist, Ausbleibezeiten. Also kommen noch ganz viele Sachen. Ja, so 2,5 oder sowas, ja, eher so 2,2 raus, ne? On top dazu. Was ich mich auch gefragt habe, ist, welche Vorteile hat es so für die Deutsche Bahn zu arbeiten? Also gibt es irgendwelche geilen Vergünstigungen? Kann man zum Beispiel immer kostenlos Bahn fahren oder sowas? Erster Punkt, natürlich, das ist ein sicherer Arbeitgeber, das ist ein krisensicherer Job. Wir kriegen Vergünstigungen auf Reisen, Hotels, Autovermietung. Es ist wirklich, das sind quasi Aktionen, die wechseln sich regelmäßig ab. Und wir haben 16 Freifahrten und das sind 16 Tageskarten für den ICE. Kannst du durch Deutschland immer fahren. Geil, das ist hier gut. Ist gerade unser neuer Zug angekommen, mit dem wir jetzt nach Hamburg-Altona wieder zurückfahren werden. Den übernehmen wir jetzt. Wir können erstmal rein und schauen, was jetzt so ansteht. Ich pfeife, du schließt. Alles klar. Bitte. So, alle Türen sind zu. Wir können gerne los. Und jetzt gehen wir einmal Richtung Speisewagen. Dann darfst du Kaffee rausbringen. Geil.
Kaffee. Heißer Kaffee über die Gäste schütten. Hier hast du in jedem Zug tatsächlich ein gastronomisches Angebot. Wir haben einen Speisewagen mit Bistro und Bordrestaurant. Mann, der Experte Pan-Bait, dafür bitte. Ist Sandro. Was verkauft sich so am besten? Also am Ketamin. Am besten geht immer das Chicken-Käse-Baguette. Okay. Und sonst vom so warme Speisen haben wir eigentlich so Chili con Carne, Currywurst, Pommes, der Renner überhaupt. Und anhand von Getränken geht am meisten Kaffee und Bier. Kaffee und Bier. Genau, egal okay. Welche Uhrzeit. Okay. Ja, mal morgens ein Bier im Zug zwischen, klar. Okay, und was ist jetzt unser Job? Wir gehen jetzt einmal in die erste Klasse und machen einmal den Abplatzservice. Also, du wirst das machen, ich beobachte. Bei Dann fragen wir jetzt die Fahrgäste hier in den Wagen, hätten sie gerne einen Wunsch aus dem Speisewagen. Mhm. Dann sagen wir ja. Chili con Carne. Bruder, was hast du geschrieben? Ich möchte gerne Kaffee oder sonst was und dann boxen wir uns nach und nach durch. Okay. Möchten Sie noch was aus dem Speisewagen? Oh, gerne. Ja. Ein Cappuccino. Ein Cappuccino? Ja, dann gehen Sie sich einen holen. Ganz normal mit normaler Milch. Das ist dann die 43. Okay. Und hast du schon gefragt, ob er zufällig noch was dazu haben möchte oder was essen möchte? Darf es noch irgendein Snack sein? Irgendwas zu essen? Gerne ein Wrap. Ich hätte gerne Bock auf Ihren Arsch. Ein Wrap? Ja. Okay, alles klar. Bringen wir gleich. Mittlerweile kommt auch keiner mehr in der ersten Klasse und bringt Kaffee. No joke, ich bin jetzt auch ein paar Mal erste Klasse gefahren. Da war keiner, der mich bedient hat, leider. Moin. Guten Tag. Darf es irgendwas aus dem Speisewagen sein? Ein Filterkaffee. Filterkaffee. Noch irgendwas dazu? Was zu essen? Alter, einfach Jeff Bezos. Snack. Hat was irgendwas Süßes? Jetzt musst du Matelik sagen, ja, ich. Was Süßes? Es gibt Schokoladenbrownie, ist bestimmt sehr lecker. Mandelkuchen oder Apfelstreuselkuchen? Ich glaube, Apfelstreuselkuchen. Apfelstreuselkuchen, sehr ja. Gute Wahl. Was cool. Habt ihr da an Kaltgetränk? An Kaltgetränk. Oh, Digga, die nehmen den richtig auseinander. Wir haben garantiert Bier. Wir haben Benediktiner Hell. Das wäre ein helles. Ja, finde ich gut. Gute Wahl. So, dann muss ich mal abschicken. Das hat mir gerade auch richtig Spaß gemacht. Also ich glaube, ich könnte den Leuten echt gut irgendwelche Snacks andrehen oder so. Das wird jetzt eine Herausforderung, oh, hier auch mit den Kaffeetassen durch den Zug zu laufen, ohne irgendwas zu verschütten. Das wäre jetzt bitte keine Vollbremsung hier. Ah, Digga, wenn ich habe einmal gesehen, wie so eine Kaffeetasse jemandem in den Schritt gekippt worden ist. Das war so scheiße. Oh. So, hier kommt schon mal der Cappuccino für Sie. So schön. Vielen Dank. Der Filterkaffee. Das macht dann 40 Euro für die zwei Kaffee. Zum Wohl. Danke, recht herzlich. Milch und Zucker? Nein, gar nichts? Alles klar, super. So, dann kassieren wir einmal. Okay, das wären dann insgesamt einmal. Dann kassieren wir einmal und jetzt kriegt ihr die Faust. Mal 12,80 Euro, bitte. Hey. Dankeschön. Alles klar. Jo. Super. Vielen, vielen Dank. Aber voll entspannter Job, glaube ich. Gutes Video. Woran liegt das, dass die Bahn so oft Verspätung hat? Es hat tatsächlich sehr viele Gründe. Leute im Gleis, Tiere im Gleis, Züge, die vorausfahren, die aber nicht schneller können. Wir können jetzt hier 265 km/h fahren. Wenn jetzt vor uns ein Regionalzug ist, der fährt maximal 160. Und in Deutschland ist es so, dass Rammen. Fernverkehrszüge, Nahverkehrszüge, Güterzüge sich quasi das Schienennetz teilen. Wir sind bei 125% Auslastung, das Ganze vom gesamten Schienennetz. Ach, heißt das, dass die Bahn hätte einfach Geld investieren können, um das Schienennetz zu modernisieren und neue Straßen, neue Trassen zu bauen? Nein, 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 das kann nicht sein. Also wir sind 25% drüber. Das kann nicht sein, dass die Bahn da irgendwie, das ist, nein. Von der Auslastung. Ne? Deswegen, es wird sehr nicht die Bahn, der Bund. Viel gebaut und saniert, dass das dementsprechend alles Merkel! Funktioniert. Aber solche Sachen dauern ja auch. Wie reagieren dann so Fahrgäste auf die Verspätung? Es sind gemischte Gefühle. Einige verstehen es, einige natürlich nicht. Ich kann beide Parteien komplett nachvollziehen, aber es sind so viele Sachen, wo wir auch teilweise nicht dran schuld sind. Ja genau, die warten halt, bis es kaputt ist und damit es der Bund zahlt, weil die Bahn selber nicht investieren kann oder möchte. Und wettertechnisch, ne? Oder Leute, die Sachen auf die Schienen schmeißen. Und wie bleibst du dabei dann ruhig, wenn die ganzen Leute dann irgendwie ein bisschen gestresst sind, die haben irgendwie Termine, wo sie hinkommen wollen und ja, es läuft nicht so richtig. Ich versuche sie so gut es geht zu beruhigen. Kann ich auch nicht immer. Es ist einfach so. Ne? Ich habe ja keine Zauberformel irgendwo hier einstecken. Okay, ich muss das und das machen. Und der Fahrer ist dann super glücklich. Ich versuche ihn irgendwie abzuholen natürlich. Alpaika, danke schön. Kuss, Kuss. Und ihn ein bisschen runterzufahren. Und wenn es nicht anders geht, dann ja, lade ich ihn gerne auf einen Kaffee ein und versuche einfach die Situation zu entschärfen. Aber die Wut kann ich ihn teilweise auch nicht abnehmen. Das verstehe ich. Katja hat gerade noch Urlaub, ja. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren Ziel- und Endbahnhof Hamburg-Altona. Wir bedanken uns für die Reise mit der Deutschen Bahn, wünschen noch einen schönen Tag und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Und wir kommen aus die Schweiz hin so, und die Deutsche Bahn dann nicht. Ja, kleiner, keine Ahnung. Altona.
wieder sehr zurück. Cool. Hat mich gefreut, Felix. Wir sehen uns vielleicht mal auf dem Zug wieder. Das war mein Tag als Zugchef im ICE. Ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht. Und es war super interessant, mal hinter die Kulissen zu schauen und die ganzen Abläufe von so einer Bahnfahrt kennenzulernen. Klar, bei der Deutschen Bahn läuft noch lange nicht alles perfekt. Umso wichtiger, dass es Mitarbeiter wie Shady gibt, die einfach ihren Job gerne machen und da helfen, wo es geht. Danke, Tomatolix. Machen wir dann, ne?